Heute nach den Gesprächen, die ich mit der chinesischen Regierung geführt habe, haben wir Kontakt mit der Europäischen Kommission aufgenommen. Ich habe mit dem Kommissar Dombrovskis gesprochen und er wiederum hat uns nach seinen Gesprächen mit dem chinesischen Handelsminister informiert, dass es jetzt konkrete Verhandlungen geben soll. Das ist insofern neu und ich würde sogar sagen überraschend, als es die ganzen letzten Wochen nicht gelungen ist, in einen konkreten Fahrplan einzusteigen. Ich hatte über den Tag das Gefühl, dass die Botschaften, die ich senden wollte, die wir gesendet haben, immer mehr verstanden wurden. Wenn das dazu beigetragen hat, dass der europäische Kommissar und der chinesische Handelsminister so reden konnten, dass sie für die Zukunft auf einen konstruktiven Pfad einschwenken, dann wäre das gut. Man muss jetzt ganz vorsichtig sein, das ist ein erster Schritt und viele weitere werden nötig sein. Und wir sind lange nicht am Ende, aber immerhin ist es ein erster Schritt, der zuvor nicht möglich war, zu gehen. Deswegen ist es heute ein guter Abend, wenn man versuchen will, ein Level Playing Field, also gleiche und faire Wettbewerbsbedingungen einzuhalten und einen Zollkrieg, eine Zollauseinandersetzung zu vermeiden. Es ist noch lange nicht sicher, dass es nicht dazu kommt. Aber ehrlicherweise ist es mehr, als man am Morgen des Tages erwarten konnte. Was war Ihr Beitrag zu diesem Schritt und was glauben Sie, was lässt sich im besten Fall erreichen? Denn das, was zu diesen Ausgleichszöllen geführt hat, das ist ja eine Struktur der chinesischen Wirtschaft, die es in vielen Bereichen und seit vielen Jahren gibt. Ich kann nur sagen, dass ich als deutscher Wirtschaftsminister das getan habe, was man als deutscher Wirtschaftsminister in der Situation tun muss. Und ob es ein Beitrag gewesen ist und wie viel Beitrag es gewesen sein könnte, das müssen andere beurteilen. Bitte? Die zweite Frage ist, es ist ja eine Struktur der chinesischen Wirtschaft, die auch dazu geführt hat, dass diese Zölle jetzt verhängt werden. Das ist ja kein Einzelfall, was dahinter steckt. Also wie viel ist da überhaupt zu machen am Ende? Ja, das ist auch meine Beobachtung, beziehungsweise so würde ich die Lage insgesamt beschreiben. Die chinesische Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass es Wachstum gibt. Dieses Wachstum ist durch einen großen Bauboom beispielsweise ausgelöst worden. Nun kann man hier in Shanghai sehen, es ist ziemlich viel gebaut worden. Also man kann diese Halbinsel ja nicht zweimal bebauen. Man muss ein anderes Wirtschaftsmodell sich überlegen. Und dieses Wirtschaftsmodell ist sehr stark exportorientiert. Das ist auch richtig und gut und soll so sein. Wir kommen aus Deutschland. Ich bin der deutsche Wirtschaftsminister. Wer hätte etwas gegen eine leistungsfähige Exportwirtschaft? Nur wenn dieser Export leistungsfähig gemacht wird, indem er staatlich subventioniert wird, dass kein anderes Land auf einem fairen Wettbewerb, bei einem fairen Wettbewerb mithalten kann, dann gibt es ein Wettbewerbsproblem.